Stefan Felten ist da, und zwar wie nie zuvor. Denn zu seinem 60. Geburtstag wird in Potsdam erstmals eine Retrospektive seines umfangreichen Werkes gezeigt. Das war der Anlass, dann eigentlich mal aus unterschiedlichen Perioden Bilder zusammenzuführen. Auch welche, die in Potsdam wenig zu sehen waren, die jetzt mittlerweile schon in öffentlichen oder privaten Sammlungen verschwunden sind. Die wollte ich eigentlich noch mal zeigen. Das war so meine Absicht. Zeit, Vergänglichkeit, Tod. Themen, die in der Arbeit von Stefan Felten immer wiederkehren und die sich auch wie ein roter Faden durch die Retrospektive ziehen. Egal, ob es die Heldenporträts sind, die Stahlhelme oder die europäische Landschaft, immer lauert hinter dem schönen Schein als Endkonsequenz der Tod. Und deshalb sind die Bilder auch von einer unveränderlichen Aktualität. Das Bild habe ich eigentlich 1993 gemalt. Und damals hat es komischerweise diesen Zeitbezug zum Kosovo-Konflikt gehabt. Und jetzt heute scheint es ja wieder auf eine neue Assoziationsebene gehoben zu sein, sodass man es mit dem nächsten europäischen Konflikt in Verbindung bringt. Vielleicht liegt es daran, dass dieses Bild geheimnisvolle Maße hat. Es ist nämlich genauso groß wie die europäische Landschaft, die Altdorfer gemalt hat, die in der Münchner Pinakothek hängt. Und die ist genau in den gleichen Abmaßen. Als ich das später mal festgestellt habe, habe ich mich natürlich darüber sehr gefreut. In seinen jüngsten Arbeiten hat Stefan Felten lange verdrängte, unbewusste Ängste und Konflikte verarbeitet. Diese Bilder von schaurig schöner Eindringlichkeit sind erstmals in einer Ausstellung zu sehen. Mir ist erst im Nachhinein klar geworden, dass es irgendetwas mit der Kindheit zu tun haben muss und mit einer gewissen Verunsicherung, die man als Kind ja auch noch hat, diese Orientierungsversuche und so weiter. Aber wir leben ja eigentlich auch in einer gesellschaftlichen Situation, wo diese Unsicherheit ja auch vorhanden ist. Das heißt, diese Werte und die Orientierung und so weiter, die sind sehr indifferent mitunter. Und irgendwie sehe ich das so als Parallelität zur Gegenwart mit der Anregung dieses Gefühls aus der Kindheit. Die Retrospektive erstreckt sich im Kunstraum in der Schiffbauer Gasse über 2 Etagen. Neben den Bildern werden auch Plastiken sowie Montagen ausgestellt. Unter dem zusammenfassenden Titel Blattgold auf Treibsand wird unter dem Thema der Vergänglichkeit selbst die Pornografie zur Kunst. Traurig, einsam und verloren steht der heimliche Star der Ausstellung da, Sad Horse. Ein Bild mit einer großen Anziehungskraft. Als ich das dann fertig hatte, hat es mich komischerweise an ein Bild von Watteau erinnert. Und zwar diesen Weißclown, der so mit disproportionaler Kleidung dasteht. Und der ist auch so wahnsinnig melancholisch. Und komischerweise ist bei diesem Pferd genau der gleiche Effekt eingetreten. Und ich habe auch schon Reaktionen gehört, dass die Leute wirklich sich dadurch angezogen oder angesprochen fühlen. Nach der Potsdamer Retrospektive will sich Stefan Felten wieder neuen Arbeiten und Skizzen zuwenden. Von seinem Themenkomplex Zeit, Vergänglichkeit, Tod, aber wird er wohl so schnell nicht loskommen. Ich wehre mich dagegen. Ich will am liebsten immer schöne Landschaften malen und Sonnenuntergänge und davor noch eine kleine Tulpe. Aber irgendwie drängt sich das andere Thema immer auf und komme davon nicht weg. Das ist jetzt mittlerweile mein Bestandteil meines Lebens. Ich muss mich dazu leider bekennen.